Beim traditionellen Kung-Fu lassen sich die Kampfstile auf Tiere zurückführen. In Kung-Fu Panda dienen die Kung-Fu-Tier-Kampfstile als Anregung für die wilden Fünf. Monk, Mantis, Crane, Viper, Tigris. Die furiosen Fünf. Ihr seid so viel größer als eure Actionfiguren. Mit Ausnahme von dir, Mantis. Du bist etwa genauso groß. Heutzutage sind diese Tierkampfstile in der ganzen Welt bekannt. Doch woher stammen sie? Im alten China begannen die Menschen zu Kriegszeiten neue Methoden der Selbstverteidigung zu erfinden. Man entwickelte Kung-Fu-Kampfstile, die Angriffs- und Verteidigungsmethoden aus der Tierwelt einbezogen. Jedes dieser Tiere soll einen ihm eigenen Kampfstil sowie innere Stärken besitzen. Beim Kung-Fu wird angenommen, dass man durch Nachahmen ihrer Bewegungen vielleicht die körperliche und innere Stärke dieser Tiere erlangen kann. Heute werden diese besonderen Tiere in der ganzen Welt immer noch durch Kung-Fu-Training geehrt. Sehen wir uns einige der am meisten geschätzten Tiere Chinas genauer an. In China wird der Tiger als König der Tiere verehrt. Tiger wurden von den damaligen Chinesen sowohl gefürchtet als auch geschätzt. Man liebte sie wegen ihrer Schönheit und sah sie als Beschützer und Glückssymbole an. Unter den Tieren, von denen sich Kung-Fu anregen lässt, ist der Tiger das kraftvollste. Hinter den fließenden Bewegungen des Tigers verbirgt sich seine enorme Kraft. Er ist mit messerscharfen Klauen, kräftigen Muskeln und einem mächtigen Brüllen ausgestattet. Beim Kampfstil des Tigers geht es ganz um Macht und Kontrolle. Als hervorragender Killer braucht der Tiger sich nicht zu verteidigen. Tiger bringen einen Kampf so schnell es geht zu Ende. Beim Kung-Fu zeichnet sich der Kampfstil des Tigers durch Verstandesschärfe, Direktheit und Explosivkraft aus. Dieser Kampfstil eignet sich am besten für Krieger mit Schnelligkeit, Kraft und Gewandtheit. Dafür habt ihr mich ausgebildet. Wegen seiner Schönheit ist der Kranich in vielen Kulturen von großer symbolischer Bedeutung. Für Chinesen verkörpert der Kranich ein langes Leben, Frieden und Weisheit. Nach vielen alten chinesischen Legenden werden die Seelen der Krieger von Kranichen in die Himmel getragen. Beim Kampfstil des Kranichs geht es ganz um Abwehr. Mit der großen Spannweite seiner Flügel kann ein Kranich Schläge abwehren und aus der Reichweite seiner Gegner entkommen. Verteidigung ist die Stärke des Kranichs. Indem er Schlägen ausweicht, kann er Gegner ermüden und dazu bringen, frustriert aufzugeben. Dankeschön. Nicht der Rede wert. Beim Kung-Fu zeichnet sich der Kampfstil des Kranichs durch Abwehr und Gleichgewicht aus. Bei den Bewegungen wird völliges Gleichgewicht beibehalten. Schon klar. Du bist voll hammermäßig. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Okay, bye. Leute, die den Kranichstil praktizieren, erwecken oft den Eindruck, als tanzten sie. Dieser Stil ist am besten für Krieger mit langer Reichweite und gutem Gleichgewichtssinn. In der Literatur wird bereits seit mehr als 1000 Jahren über die Gottesanbeterin berichtet. Sie ist sogar in einem uralten chinesischen Lexikon erwähnt, worin die Gottesanbeterin als Symbol für Mut beschrieben ist. Mit ihrer Fähigkeit, bewegungslos zu verharren, kann sich eine Gottesanbeterin vor ihren Gegnern verbergen. Sie wartet geduldig auf den richtigen Moment zuzuschlagen. Wenn sie zuschlägt, zielt sie auf verwundbare Stellen. Sonnenanbeterinnen nutzen den Überraschungseffekt, um einen Kampf zu gewinnen. Beim Kung-Fu drückt sich der Stil der Sonnenanbeterin durch Schnelligkeit, Leichtfüßigkeit und ununterbrochene Attacken aus. Die Attacken zeichnen sich durch schnelles Blockieren und blitzartige Bewegungen aus. Der Stil der Gottesanbeterin eignet sich am besten für kleine Krieger mit großer innerer Kraft und Geduld. Im alten China galt der Affe als Symbol des Spitzbuben und man schrieb ihm magische Fähigkeiten zu. In chinesischen Legenden kämpften Affen gegen Drachen und Dämonen. Affen sind für ihre Purzelbäume und Falltechnik berühmt. Geschwindigkeit und Gewandtheit erlauben dem Affen, seinem Gegner auszuweichen. Seine Purzelbäume mögen komisch wirken, aber im Kampfgetümmel ist es dem Affen voller Ernst. Beim Kung-Fu zeichnet sich der Stil des Affen durch Geschwindigkeit und Wendigkeit aus. Er benutzt Sprünge, Saltos und Klettern, um stärkeren Gegnern zu entkommen. Während eines Angriffs schlägt er mit allen Körperteilen zu. Fäuste, Ellbogen, Füße und Arme.
Dieser Stil eignet sich am besten für kleinere Krieger, die keine Angst haben, ihre akrobatischen Fähigkeiten auszuleben. Im alten China wurde die Viper für den Wächter eines vergrabenen Schatzes gehalten. Seither verbindet man die Viper mit Glück. Vipern sind zwar klein gewachsen, aber ihr giftiger Biss hat es in sich. Wegen ihrer Fähigkeit, sich in alle möglichen Formen zu winden, kann man sie kaum treffen. Mit ihren schnellen Reflexen weichen sie Schlägen aus, um dann mit tödlicher Genauigkeit zu kontern. Es tut mir leid, Bruder, aber sagtest du nicht, du wärst bereit? Das war bärenstark! Los, gleich nochmal! Beim Kung-Fu zeigt sich der Viper-Stil durch anmutige Bewegungen, Flexibilität und Präzision aus. Durch die glatten Bewegungen und Schnelligkeit wird dieser Stil zur besten Verteidigung überhaupt. Am besten ist der Stil für Krieger mit großer Geduld und Schnelligkeit geeignet, die ihre geballte Kraft einsetzen können. Durch Kung-Fu spielen Tiere nach wie vor eine wichtige Rolle in der chinesischen Kultur. Indem man die besonderen Eigenschaften dieser und anderer Tiere nachahmt, werden diese besonderen Geschöpfe von den Menschen weiterhin geehrt. Meister,